Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Wir sind hier stehen geblieben. Moment, ich mach mal wieder auf Gas geben. Mit unserem Küchenmesser sind wir hier stehen geblieben. Und wir wollten zum Baseballfeld. Oh, da kommt schon wieder der nächste blöde Zombie angedackelt. Wir wollten zum Baseballfeld. Das müsste diese Richtung hier sein. Ungefähr. Und dann möchte ich... Ich habe mir natürlich wieder einen Plan zurechtgelegt. Die Materialien für ein Zelt haben. Das wird nicht ganz so einfach, das zu beschaffen. Ich will jetzt hier nichts einschlagen. Können wir uns an den Rand schleichen? Nee. Oh, jetzt ist unser Messer gerade mal kaputt. Wir hauen mal gerade ab und müssen was ausrüsten. Komm schon. So, und jetzt muss ich leider mit dem Hammer draufhauen. Obwohl ich das gar nicht als Waffe benutzen wollte, aber kommen wir gerade nicht drum herum. Oh, der geht, das ist schön. Finde ich super. Gibt es hier kein Fenster? Ich sehe das gerade nicht. Anscheinend nicht. Oh, da ist ja noch ein Zombie. Mein Gott. Sind aber ganz schön viele. Oh, der ist tot. Schön. Doch, wir können das Fenster öffnen. Wir sind nämlich ein bisschen nass und das ist nicht so toll. Sehen wir hier oben. Feucht. Da müssen wir schnell etwas Trockenes aufsuchen. Hier ist auch kein Zombie drin. Sieht zumindest so aus. War ich hier schon drin? Ich weiß es gar nicht. Aber wir brauchen ja... komm, das nehmen wir auch mit. Egal. Wir brauchen unbedingt Sachen für ein Zelt. Und für ein Zelt brauchen wir 4 Zeltheringe. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir welche schon haben. Muss ich noch mal kurz gucken. Nee, wir haben gar keine Zeltheringe. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Zeltheringe. Wir brauchen ebenso 4 Laken. Und 2 robuste Stöcke. Damit können wir uns ein Zelt bauen. Oder zumindest ein Zeltkit. Und danach müsste es möglich sein, sich ein Zelt zu bauen. Jetzt ist es natürlich am Gewittern. Und da ist so eine olle Kuh. Ist zwar doof, dass es... Boah, wir rennen jetzt mal ein kleines Stückchen. Keine Lust, mich mit denen anzulegen. Ach du Schande. Hier sind jetzt aber um einiges mehr Zombies. Ich hoffe hier nicht. Was liegt da? Gar nichts. Kann man das aufmachen? Nein, kann man nur einschlagen. Oh, da sind auch 2 drin. Ist es denn wahr? Das sind ja aber echt... viele hier. Vielleicht können wir auch hinten rum herein. Ne, da ist abgeschlossen, ne? Da ist abgeschlossen. Eigentlich will ich doch nur eure Sachen haben. Was? Da sind ja voll viele drin. 4 Stück oder so. Nee. Das wollen wir nicht. Ah, hier kann man nur einschlagen. Und überall irgendwelche scheiß Viecher. Oh, und dieses Gewitter. Aber es regnet doch gar nicht mehr, oder? Nur ein Schlag, dann sind die weg. Oh, hier sind die Fenster nicht kaputt. Das sah kaputt aus. Nein! Hau ab! Renn! Die haben uns, glaube ich, jetzt in der Falle. Nein! Boah! Zu viele, zu viele, zu viele. Wir sind sogar leicht verletzt und haben Schmerzen. Oh, das wäre aber beinahe schon in die Hose gegangen. Das wollen wir aber gar nicht. Nee, das sind jetzt so übertrieben viele Zombies wieder. Ich will doch nur zum Baseballfeld. Da rennen wir jetzt auch hin. Das ist mir jetzt egal. Ich weiß natürlich nicht genau, wo es ist. Das ist das Problem. Na komm her. Dir verpasse ich einen. Wir hauen die jetzt erstmal alle um, die kommen.
Alle, die kommen, sind natürlich ein bisschen... Aber große Ambitionen haben wir hier, wenn wir die alle umhauen wollen. Ach Gottchen, wir werden die auch nicht los, also... Die sind ja so nervig gerade. Gehen wir mal hier hin. Vielleicht verfolgen die uns hier nicht. Mit 3, 4 werde ich... Mit 3, 4 Stück werde ich schon fertig. Verzieh dich, Mann. Ey, die kommen mir ja hinterher kilometerweit. Zombies tun das nicht, Leute. Zombies rennen dir nicht 1 Kilometer hinterher. Wir sind jetzt nicht der sportlichste von allen, würde ich mal behaupten. Ey, das ist so unglaublich, wie lange die uns hinterher rennen. Das ist nicht so lustig, ich komme ja zu nix hier. Mein Gott, ey, geht ihr mir gerade auf den Sack alle. Was natürlich ein bisschen fies ist, dass überall Zombies sind. Überall einfach. Du kannst jetzt hierher rennen und am Ende hast du 500 Zombies hinter dir und die lassen ja auch nicht locker anscheinend. Ich brauche mal einen Ort, wo ich Ruhe habe. Sonst wird das gar nichts. Es wird schon dunkel. Wir rennen schon den ganzen Tag hier rum. Kann ja wohl nicht sein. Jetzt sind wir müde. Jetzt brauchen wir Schlaf. Das ist natürlich geil. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Aber ja, was will man machen? Ist halt eine Apokalypse, ne? Wir sind natürlich ein bisschen platt. Aber vielleicht haben wir die große Masse weg, dachte ich. Aber nein, da kommen sie schon. Ja, und jetzt erstmal hier Schneewittchen um. Zack. Stirb doch endlich, Mann. So, ihr geht mir auf den Piss. Das glaubt ihr gar nicht. Hau doch drauf, Junge. Hau drauf. Ja, mit 2 ist scheiße. Wenn die dann von allen Seiten kommen, verpisst euch. Dass die auch nicht mal weggeschubst und umfallen, ja? Nee. Piss dich, Alte. So, du auch. Und drauf. Und nochmal drauf. Ist er tot? Jetzt ist er tot. Oh, Gott sei Dank, wir sind die Horde losgeworden. Ich bin zwar nicht da, wo ich hin will. Aber... Wir können hier wieder nur die Fenster einschlagen. Ich will nicht immer die Fenster einschlagen. Gibt's hier auch eine Tür? Wie sind die Leute denn hier reingekommen? Da. Oh nee, ey. Ernsthaft. Na gut, wenn wir schon einschlagen müssen. Was? Wen hat er jetzt gesehen? Hä? Ich sehe keinen Zombie. Bei aller Liebe. Hier drin vielleicht. Was soll's? Schlagen wir das ein. Und dann, Moment. Vorhänge zuziehen. Ist hier einer? Da ist einer. Nein, da ist keiner. Auch hier die Vorhänge zuziehen. Wir ziehen überall die Vorhänge zu. Überall da, wo welche sind natürlich. Da auch. Weil wir wollen ja halbwegs sicher sein. Und wie dunkel das hier ist. Wie ein Bärenarsch. Nee, oder? Ernsthaft? Hier ballert doch schon wieder ein Zombie vor. Ja, wir müssen mal ums Haus gehen. Ich glaube, wir haben Besuch. Aber ich sehe nichts. Nö, ich sehe nichts, also Glück gehabt anscheinend. Es ballert zwar, aber das ist nicht bei uns. Auch wenn es total laut hämmert. Wir gucken natürlich hier erstmal, was wir hier nehmen können. Wir haben ja keinen Durst, keinen Hunger, das ist alles super. Da brauchen wir nichts. Lebensmittel brauchen wir auch nicht.
Wir sehen halt nichts, aber wir können trotzdem. Hier Streichhölzer. Nö, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Draht auch nicht. Verdammt, wir finden auch nichts, was irgendwie, was uns helfen könnte, ein Zelt oder so zu bauen. Ah, das ist ärgerlich. Das ist so. Oh nein, und wir haben ja das Fenster hier eingeschlagen. Ausgerechnet da, wo wir schlafen müssen. Das ist auch nicht das Allerpfiffigste gewesen. Nicht mehr für Anwälte, das dauert zu lang. Ey, hier sind doch hundertprozentig Zombies. Laken. Nehmen wir mal noch eins mit. Ich weiß nicht genau, wie viele wir haben, wenn wir nämlich ein Zelt bauen wollen. Garbage Bag kann auch erstmal weg. Laken auch. Dann. Wir haben 6 Laken hier. Das reicht ja locker. Also Laken haben wir schon mal genug. Jetzt brauchen wir noch Zeltheringe und robuste Stöcke, die wir uns dann morgen holen. Wir haben auch Hunger. Mittlerweile. Das ist gut. Hunger. Das ist, macht auch Durst weg. Gefährlich, wenn ungekocht. Ich will ja auch nichts Ungekochtes essen. Ich will ja hier. Was weiß ich hier? Leek. Essen wir das mal. Wieso? Da gibt's doch nur eins von. Ist das. So. Schön gefuttert und schon geht's uns wieder besser. Das ist ja recht einfach. Was ist das denn hier? Ach so, das ist das Badezimmer. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen schlafen und hoffen, dass wir nicht angegriffen werden. Oder getötet werden im schlimmsten Fall. Weil wir sind hier noch absolut nicht sicher. Und ich höre die ganze Zeit dieses Rumgeklopfe und alles. Und wir brauchen. Ach, was wir auch brauchen, genau, das stimmt. Wir brauchen unbedingt Material für Wände. Holzwände. Es ballert immer noch. Also es waren garantiert, war das nicht bei uns. Ich würde sagen, dann können wir auch weitergehen. Weil wir brauchen immer noch Zeug für Zelte. Ich hoffe, wir können hier irgendwie rein in die Häuser, weil wo sollen wir sonst Sachen herbekommen? Was ist das denn für eine kleine Hütte da? Auch interessant, aber. Jawohl, das Fenster geht auf. Kurz reingucken, nicht, dass wir angegriffen werden. Dann hüpf mal rein. Hier haben wir nur ein Pullover. Das bringt uns jetzt nicht weiter. Okay, kein Zombie in Sicht. Und wir hören schon wieder ein Helikopter. Ich weiß nicht, ob da was geht mit einem Helikopter. Möglicherweise. Oh, ganz viel zu essen. Schade, das können wir alles nicht gebrauchen. Hier haben wir nichts Besonderes. Hier haben wir nichts, da auch nicht. Wie viel wiegt das? Das macht Langeweile weg, ja? Das nehmen wir mal mit gegen Langeweile. Benutzen wir das. Falls uns mal langweilig wird, nee, das sollst du schon da reintun. Oder hat er das schon da reingetan? Er hat's schon da reingetan, dann ist ja gut. So, hier wird's doch wohl irgendwo eine Hütte geben. Wow, da haben wir einen Zombie. Du musst ihn schon umbringen. Boah, die geht aber aggressiv zu Werke, das Miststück. In der Abstellkammer hat es sich verschanzt. Das hässliche Ding. Hau ab und ich will meinen Hammer nicht kaputt machen. Stirb. Jawohl. Ist jetzt nicht mehr. Oh, jawohl. Gut, Nägel sowieso. Aber wir haben einen Zelthering gefunden. Das ist schon mal wunderbar. Das ist sehr gut. Wirklich sehr gut. So, Zelthering. Zelthering erstmal in den Rucksack. Die Nägel auch, die sind ja sowieso alle da drin. Ja, genial. Erstes kleines Erfolgserlebnis auf dem Weg. Oh, da warten sie schon alle an dem Haus. Da hauen wir hier ab.
gucken wir uns nochmal um. Da ist keiner. Mist. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber was ist da drin? Nichts, doch ein Regal. Oh, wir haben eine Angelrute. Und ein Köder oder ein Blinker oder irgendwie sowas. Woodglue. Weiß ich gerade nicht, was es ist, aber was, wir können eine Angelrute als Waffe benutzen. Wiegt 0,4 und wiegt 0,1. Da nehmen wir das doch mal beides schön mit. Das andere, das lassen wir, wie es ist. Okay, also auch kein Zombie gehört. Das ist ja geil. Das tun wir direkt auch mal schön in den Rucksack. Zum Fischen, dann können wir auch angeln gehen, wenn wir denn mal Wasser finden. Oder einen Fluss oder einen See oder sowas. Ich hoffe jetzt mal, hier ist kein Zombie. Aber hier ist ein blöder Zaun, wo wir nicht drüber klettern können. Das ist ja ätzend. Zombies können drüber klettern. Heißt das jetzt, wir sind dümmer als ein Zombie? Nicht wirklich, aber ich muss das auch leider in dieser Perspektive gerade spielen, damit ich eine bessere Übersicht habe. Wenn wir mal craften und so, dann kann ich ja näher ranzoomen. Da hinten ist ein Zombie, soll uns egal sein. Da ist einer, hier können wir leider nicht einsehen, ob da einer steht. Eher nicht, kriegen wir das auf? Nein. Das? Nein. Nein. Doof. Egal, gehen wir hier. Sieht er uns jetzt? Nope. Hier ist ja ein recht sicheres Haus. Sieht auch gut aus da drin. Wer weiß, ob hier ein Zombie ist. Ich weiß es nicht. Wir machen mal besser hinter uns die Tür zu. Noch ein Regal. Noch ein Magazin. Fishing. Kann man zwar lesen. Ne, ich wollte das. Ja, das kann man, aber das ist blöd. Nein. Das ist, glaube ich, für Fortgeschrittene. Das tun wir mal wieder weg. Hör auf zu lesen. Tu das wieder in den Schrank rein. Hat ja keinen Sinn, das mitzuschlören. Moment, so. Was haben wir hier drinne? Auch nichts Besonderes. Nichts, was uns hilft in unserer momentanen Situation. Laken brauchen wir erstmal nicht. Spiffo, das kleine Maskottchen, brauchen wir auch nicht. Hier werden wir wohl eher nicht fündig. Eine Kerze brauche ich jetzt nicht. Auch nix. Verdammt! Das habe ich auch noch davor gehauen, nicht Ochse. Ist da einer? Weil wir Panik hatten. Ja. Habe ich gar nicht gesehen, das Miststück, aber Pflaster, ja, Pflaster nehmen wir mit. Deswegen hat es auch gebollert. So, ich glaube, weiter unten ist schon das Baseballfeld. Deswegen, oh, wo hängen wir denn jetzt? Ach, am Zaun. Hier war ein Zaun, genau. Da ist nichts. Weiter unten müsste schon das Baseballfeld sein. Und wir haben noch nicht genug Sachen für unser Zelt. Das ist ja doof. Und wir kommen hier nicht rein. Super. Boah, ich will das nicht einschlagen jetzt. Jawohl, das Fenster ist offen. Wunderbar. So, Mülltonnen, leere Flasche und Batterie lassen wir erstmal da. Hier ist doch hundertprozentig auch wieder irgendwo ein bekackter Zombie. Vielleicht auch nicht. Okay. Baseballschläger. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich weiß, wir sind jetzt ein bisschen zu schwer. Das macht aber nichts, weil diese hier Moment, will ich primär ausrüsten. Und unseren Hammer, haben wir jetzt unseren Hammer fallen lassen? Das wäre ja doof. Ne, da ist er. Den tun wir mal da rein.
Wir können echt nicht mehr viel tragen hier. Dieses doofe Küchenmesser, das kaputte, können wir dahin tun. Der Baseballschläger wiegt natürlich viel, aber haut mit 10 Damage natürlich extrem gut rein. Ich weiß auch nicht, wieso wir da so schwer besetzt sind. Wir tun auch mal unser Essen und so besser hier in den Rucksack. Pflaster kann auch da rein. Schlaftabletten meinetwegen auch. 6 von 8, das kann doch nicht sein. Verbleibend. Ach so, haben wir schon Wasser daraus. Wir müssen mal kurz Wasser auffüllen. Wo ist die Küche? Wasserflasche füllen. Hier haben wir ein Corn Dog. Geil. Aber nein. Nein. Nichts Gutes. Sehr schade. Nein, nein, nein. Auch nichts. Verdammt nochmal. Bleibt noch die Hoffnung, dass hier irgendwas ist. Aber meistens im Wohnzimmer gibt es nur Bücher und sowas. In der Küche natürlich Sachen zum Kochen. Aber wir bräuchten mal Zeltheringe, verdammt. Und wo ist das Baseballfeld? Ich weiß nicht mehr, wo das Baseballfeld ist. Ne, da wollen wir nicht hin. Noch ist es auch nicht schlimm, dass ich vergessen habe, wo das Baseballfeld ist, weil wir sowieso noch kein Zelt haben. Noch nicht die Sachen dafür. Die sind schwerer zu finden, als ich dachte. Obwohl wir Lucky haben und... Ist hier das Baseballfeld in der Nähe? Es könnte sein, dass das hier mit Baseballfeld gemeint war. Also es könnte sein. Das heißt nichts. Wir haben Hunger. Und da ist eine Hütte. Das ist super. Da gehen wir nämlich jetzt schön hin. Wir sind auch ein bisschen langsam, oder? Kann das sein? Ach, da drinne. Ja, kann ich leider nicht öffnen, mein Guter. Na komm. Zack, mit dem Basie seid ihr sofort mal am Arsch, Freunde, am Arsch. So, wir klettern durch, machen die Tür auf und gehen raus. Und warten auf unsere Zombie-Freunde. Wo seid ihr? Hey, sind noch da hinten? Das war ja ein bisschen doof gerade. Aber sind das zwei oder drei? Das sind Frauen auf jeden Fall. So, eine ist weg. So, die ist auch weg. Alles klar. Huhu! Sowas sollte nicht in die Hose gehen. Und wir sind ein bisschen erschöpft und hungrig. Aber kein Problem, hier gibt es ja eine Küche. Scheiße. Aber hier gibt es wieder nichts, was uns weiterhilft. Schade, ich dachte gerade in so einer blöden Hütte könnte was sein. Naja. Naja. Hier oben. Was haben wir denn hier? Oh, da ist was Größeres. Das könnte ein Lagerhaus sein. Das könnte ein Lagerhaus sein. Oh shit, ja. Da hat uns schon was entdeckt. Komm, Troller, dich hau ich jetzt weg. Bratz. Komm. Stirb. Ich mach 10 Damage. Stirb. Mein Gott. Ja, der Mann hält nur 2 Schläge aus. Da ist er schon weg. Nein! Wer hat da geschossen? Alter, 3 Zombies. Verpiss dich! Machen Abgang. Ah, nein, ich wurde gebissen. Oder? Ich weiß es nicht. Es ist extrem die Hölle los hier. Ich muss mich auf jeden Fall verbinden. Das steht fest. Ich weiß auch nicht, wo die ganzen Drecksschweine gerade herkommen.
Ah, nein! Das gibt's doch nicht. Wieso schubst er die denn nicht richtig weg? Komm schon. Jetzt nicht sterben, mein Kumpel hier. Jawohl, beide tot. Meine Fräse. Was haben wir? Gut, wir sind nur geringfügig verletzt. Zum Glück nur gekratzt. Das könnte auch... Es hätte auch böse ausgehen können. Verbinden wir uns mal schnell. Hier sind wir schon wieder müde und hungrig. Das gibt's doch nicht. Aber wir sind am Lagerhaus und ein Lagerhaus ist immer gut. Ach komm. Ja, das geht offen. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Zombie. Durch. Fenster schließen. Wir haben hier keine Vorhänge, das ist ein bisschen doof. Aber wir haben Hunger. Wir haben Hunger, Hunger. Hallo, kannst du da mal bitte dran gehen? Dankeschön. Da ist jetzt... Durst, da kriegt man ja richtig Durst von. Trockene Rahmennudeln, ja geil. Wir könnten aber auch den Kochtopf nehmen. Die Nudeln nehmen. Zur Spüle. Wir können dann den Kochtopf mit Wasser füllen. Wir kochen jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, warum die Musik gerade so ätzend ist, aber eigentlich besteht gar keine Gefahr. Ja, müde. Das ist jetzt noch nicht so schlimm, dass wir ein bisschen müde sind. So, jetzt haben wir Nudeln und alles. Und dann können wir nämlich zum Ofen gehen. Einschalten. Und normalerweise können wir... Create Soup, genau. Trockene Rahmennudeln da reinpacken. Und jetzt haben wir, ja, trockene Nudeln, aber halt, ne, ungekocht. Wir können jetzt aber normalerweise das auch auf den Herd stellen. Wieso geht das nicht? Hä? Oder muss ich das so auf den Herd ziehen? Genau, jetzt kocht er das nämlich. Das ist richtig cool. So, jetzt ist das im Herd. Ungekocht, trocken. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen warten. Es wird immer... Im Hintergrund seht ihr ja, dass das rot wird. Und da seht ihr auch den Balken Cooking, dass es gerade am Kochen ist. Natürlich muss erstmal das Wasser heiß werden und alles. Das ist aber egal, das kocht auch so vor sich hin. In der Zeit können wir natürlich noch ein bisschen stöbern. Ja, und dann ist der Part auch bald schon vorbei, leider. Haben wir hier noch was Nützliches? Vitamine. Ja, ist gut für die Müdigkeit. Brauchen wir aber jetzt nicht. Mehr gibt's ja auch nicht. Da ist so ein blöder oller Zombie. Ich will den nicht in meiner Nachbarschaft stehen haben. Muss ich ehrlich gestehen. Das passt mir nicht. Unsere Nudeln können ja ruhig kochen. Aber unseren Nachbar hauen wir einen drüber. Solange das nur ein Zombie ist, ist alles gut. Kriegen wir locker weg. Es ist hier natürlich eine Laterne, das lockt auch die Zombies an. Ist es fertig jetzt mal? Burning. Ja, es soll ja nicht verbrennen, ne? Deswegen nehmen wir unsere gekochten Nudeln. Dann schalten wir den Ofen wieder aus. Das kann nämlich, glaube ich, auch anfangen zu brennen, wenn ich mich nicht täusche, wenn das an ist. Ja, und dann sehen wir auch die Werte. Hunger ist dann nämlich minus 19, Langeweile und unglücklich minus 5. Es wird also gleich viel besser, das, was wir da zu uns nehmen. Und wir nehmen natürlich alles direkt. Wir haben nämlich Hunger und dann gehen wir ins Bett. So, den Kochtopf, den stellen wir wieder zurück in den Schrank. Haben uns jetzt was Leckeres zu essen gekocht und dann... haben wir gar kein Bett hier, ne? In dieser Hütte. Ja, genau. Mach die Tür zu.
Nee, wir haben gar kein Bett, aber ich glaube, genau, wir können auch auf dem Sofa schlafen. Tun wir auch. Wir haben ja kein Licht an. Normalerweise dürfte jetzt nichts passieren. Den einen Zombie haben wir gekillt, der uns da im Weg war. Und dann endet jetzt leider auch schon die Folge. Wir sind schon wieder eine halbe Stunde dran. Das gibt's ja gar nicht. Was? Was war das? Habt ihr die Schüsse gehört? Da hat einer eine ganze Salve abgefeuert. Wir machen hier eine kurze Pause und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann gucken wir, was hier oben für ein Gebäude ist. Es sieht stark nach Lagerhaus aus. Und ich bin mir ganz sicher, in dem Lagerhaus finden wir alles, was wir brauchen, um uns ein Zelt zu bauen und eine kleine, sicherere Festung zu bauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei und es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.